So, und nun packen wir das hinten dran. Entschuldigung. Und sagen, sofort ersetzen. Jawohl. So, wie viel Bedarf haben wir hier? 500. Frage, wie groß haben wir denn hier gebaut? 280, ja, ja. Das reicht ja. Das reicht ja dicke. So, weil jetzt warten hier schon 300 Einheiten. Und wir müssten jetzt, glaube ich, eine Kapazität von. Boah. Von 270 haben wir jetzt. So, und wir haben eine Doppeltraktion. Sehr schön. Gucken wir uns das mal an. Ja, wunderbar. Obwohl die Beschleunigung vielleicht doch nichts. Okay, die ist eigentlich ausgezeichnet. Ja gut. Wenn das das Spiel sagt, dann muss es ja wohl stimmen. So, wie viel. Mich würde es nur interessieren, wie viel er. Wie viel er hier ablädt. Okay, gar nicht so viele. Nö. Dann wäre das Thema mal geklärt. Hier wartet Öl. Dass wir hier ein paar Ölwagen durch die große ersetzen. Das könnt ihr machen. So, du nimmst Rohöl. Und dann nehmen wir einfach mal. Dich. Und den nächsten, wo hier kommt. Okay, da kommt gar keiner. Okay. Dann machen wir dich noch zu einem. Und dich auch noch. Ne, halt. Ja, aufpassen. Was ist jetzt Treibstoff? Das ist Treibstoff, das ist Rohöl. 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 Ja gut, dann machen wir halt dich. So. Eine Frage, warum stehen hier Autos? Hä? Warum stehen hier Autos? Es macht doch gar keinen Sinn, dass hier Autos stehen. Oh, der Bus hat sich verfahren. Der ist auch voll. Das ist die Linie 3. Stimmt, da haben wir hier oben die Ziehharmonika-Busse drin. Linie 2, nein, Linie, oh, Linie 20 hier an Linie 2. Da haben wir auch ein paar Doppelstockbusse drin, aber anscheinend nicht ausreichend. Dann machen wir nochmal ein paar.
So, und dann haben wir jetzt 7. Dann machen wir noch einen 8. Zack. Wunderbar. So, hier hinten sieht es auch ziemlich voll aus. Linie 4. Linie 4. 4 und die 4. Was ist mit Linie 4 los? Ach Gott, die haben noch die ganz alten. Na, dann ersetzen wir die mal. Weil die sind ja wirklich schon, ja, etwas älter, sagen wir mal so. Düdüt. Ah, die 111, die 290, 291. Sehr schön. Was mit Linie 5? Ah, Linie 5, war hier. Da müssten wir auch noch, das sieht man nicht, mach mal schwarz. So, da müssten wir natürlich logischerweise noch die Busse drauf schicken. Hihi, scheiße. Entschuldigung. So, erreichen wir da alles? Ja. Ein Depot. Das könnten wir im Grunde glatt hier bauen. Und da kaufen wir mal ein paar rote Busse ein. Ich würde mal sagen, wir haben 8 Haltestellen. 4, 5, 6, 7, 8. Und hier machen wir 1, 2, 3, 4 von. Vorerst mal Linie 5. Das sollte mal für den Anfang reichen, denke ich mal. So, diese Produktion wird bald vergrößert. Das hört sich sehr gut an. Wie viel haben wir denn Potenzial? 175. Gut, es kann sein, dass wir vielleicht später die Anzahl der LKWs runtersetzen müssen, damit die weiterhin Profit, damit die weiterhin auf Profit fahren. Aber das müssen wir dann schauen. So, wie schaut es denn hier aus? Hier sind 3 Linien. Achso, wir bedienen. Moment. Ach, wir sind hier bei Schauenstein. Okay. Wir haben hier Lebensmittel Schauenstein und die Baumaterialien. Die Baumaterialien sammeln sich. Da würde ich jetzt glatt nochmal 2 von denen hier kaufen. Die wir dann später höchstwahrscheinlich wieder verkaufen. Das ist die Frage, für was wartet das denn alles? Ja, Baumaterialien Schauenstein. Okay. Okay, mal gucken, warum bekommen wir bei den Lebensmitteln nicht die 75%? Das würde mir jetzt mal interessieren. Wir haben hier, Moment, Lebensmittel Schauenstein. Ah, weil die nicht mit dazu zählen. Dann haben wir hier 2 und da die 3. Okay, verstehe.
überlege gerade, wie man das ein bisschen umbauen können hier. Oh, der RE, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 455, 450, ich glaube 450. Oder? Wie heißt der? Ja, 450. Oh, wir haben den kleinen Pendelzug. Wir haben schon einen TGV. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Bahnstrecke. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Was möchten wir denn anschließen? Etwas überfordert. In den zwei Orten ist halt zum Beispiel noch gar nichts. Okay. Wenn wir da Lebensmittel anschließen könnten. Irgendwie so. Und dann hier runter. Und dann zusammen mit den Personenbahnhöfen. Müsste eigentlich klappen. Dass wir im Grunde, Moment, 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 den ADV haben wir schon. So, jetzt muss ich kurz gucken wegen der Zuglängen. Weil ich hätte da dann. Oh, wir haben die S-Bahn auch schon. Wie groß ist denn die S-Bahn? Okay. 68. 68 mal 2 sind 136. Vierteilig, dreiteilig. Wie sieht's hier aus? Okay, der ist noch länger. Wie sieht's hier aus? 60 Passagiere. Wenn wir dann Dreiteiler nehmen, sind wir dann auch bei 160. Das heißt, 160 sollten wir dann schon mal nehmen. Alles andere kann man dann ja frei entscheiden. Ja, würde ich mal so machen. Das heißt, ich nehme. Moment, Moment, Moment. Wir gehen hier rein und machen so eine Kurve. Das heißt, ich bräuchte. Bräuchte ich einen gekrümmten Bahnhof? Na. Ich würde mal sagen, eher nein. Der ist natürlich auch cool. Sollen wir den für hier nehmen? Und dann hier vorne noch ein Durchgangsgleis reinbauen für die Güterzüge. Boah, das sieht schon cool aus. So, einen zweiten Straßenanschluss brauchen wir nicht. So, der kommt mal hier so rein. Und dann setzen wir hier. Na, würde ihn nun nicht machen. Obwohl, wir könnten hier jetzt gleich den Güterbahnhof ransetzen und den würde ich.
vorerst mal vielleicht mit 240 Metern. Oder mit 200 Metern. Ich würde ihn vielleicht erstmal mit 200 Metern machen. Dass wir den dann hier auf eine Höhe setzen. Können wir das mal schnell machen. So, in etwa hier. Zack. Wunderbar. So, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze anschließen. Ich würde mal glatt sagen, wir machen hier 100 und machen, ja gut, das ist das Durchfahrgleis, dann können wir da drauf. Dann sind das unsere zwei Hauptgleise und das sind jeweils die Bahnsteige. Ich soll das irgendwie so machen. So. Und dann hier gerade laufen lassen. Für die Weichen. Und dann sagen wir einfach mal, ist hier jeweils 80 Einfahrt. Wenn das geht. Nicht ganz. Ist die Frage, wie wir nachher noch den Güterzug rausbekommen. Eine gute Frage. Wie kriegen wir nachher den Güterzug da noch mit raus? Und wir machen mal das Maximale. Das wäre dann 76, das ist okay. Genau. So, dann brauchen wir hier noch ein Gleis, das wir dann ziemlich weit drüben dann reingehen lassen. Und zwar im Grunde so. Und dann hätten wir eigentlich jede Weiche einmal drin. Einmal so, einmal so. Perfekt. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Schilder. Denn hier ist natürlich 80. Und dann könnten wir das auch wegbauen, denn hier hinten machen wir dann wieder 120. Oder sagen wir 130 sogar. So, wunderbar. Jetzt müssen wir kurz schauen, welche Signale wir da haben.